Man kann es auch hier schön sehen. Wartet mal, ich nehme euch mal ein bisschen näher mit dran. Er hat schon leichte Schlieren auf dem Boden hinterlassen, wo die Körner drüber geschrieben sind und nicht mitgenommen worden sind. Dies mag jetzt natürlich ein bisschen auf hohem Niveau sein. Ich fahre jetzt mal zurück. Und ihr seht, er hat seine Probleme beim Rückwärtsfahren, die Sachen zu nehmen. Man kann es auch da unten sehen. Er schiebt es immer weiter weg. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen es mal weiter. Hier mal die Poweranzeige, also ist noch genügend Power da. Und ich würde mal sagen, wir vergleichen einfach noch mal kurz, also nicht vergleichen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen den Versuch mit dem Ultimate Performer, um zu schauen, ob wir hier etwas noch finden. Und wenn wir jetzt hier mal sehen, und ich mache jetzt mal einen Test. Sehen wir schon, der Dyson hat sehr gründlich gearbeitet. Schaut sich auf unserem Boden, leider ist beim Handwerker hier etwas schief gegangen. Also man kann sehen, vom Prinzip her hat er wirklich alles aufgesaugt. Und man könnte sagen, ein durchaus gelungenes Ergebnis.